kommst, du könntest rechts überholt werden von Michael Heiböck. Vorhin dicht am Schanzenrekord. Dicht am Schanzenrekord. Und sauber. Ganz stark. Aber er kann eben nicht so viel rausspringen, dass er vielleicht noch annähernd was möglich wäre. Zumindest wenn die Verhältnisse so sind, wie sie heute sind. 137,5 Meter. Also den weitesten Sprung hat Anders Jakobsen gesetzt. Das ist richtig. Stefan Kraft führt und du bist doch so ein, du hast doch so einen eingebauten Computer. Ja, ich, da soll ich mich festlegen. Ja, klar. Hast du auf der Punkt getroffen? Der, ich würde sagen, erst vorne. Michael Heiberg. Noten sind ja auch viel höher. 19,5, zweimal die 19,0. Und der ist unfassbar schnell in der Anfahrtsgeschwindigkeit. 93,9 Stundenkilometer nimmt er dem Stefan Kraft 1 km/h ab und auch vielen anderen. Also das zeugt auch von der Lockerheit, wie er hier den Ski freigibt, wie er auf dem flachen Anlauf da schön gleiten kann. Und das ist ganz groß. Ja, Heinz Kutin. Die Eisen glühen, die du im Feuer hast. Und Anders Jakobsen, ganz fairer Sportsmann. So, noch haben wir es nicht. Michael Heiböck